Das Schadensbild war eben so, dass eben zwei Fahrzeuge, zwei Limousinen ein großes Trümmerfeld hinterlassen haben. Ein Fahrzeug wurde seitlich getroffen, das andere frontal und ist dann seitlich noch gegen einen Ampelmast geschleudert. Insgesamt waren vier Personen am Unfall beteiligt, davon drei Verletzte, eine Person eingeklemmt, ein Fahrer konnte unverletzt aus dem Fahrzeug kommen. Die verletzten Personen, die wurden auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Man kann sagen, durch die stabile Fahrzeugstruktur beider Fahrzeuge ist es nicht zu schlimmeren Verletzungen gekommen.